Liebe Bürgerinnen und Bürger von Eisenach, am 22. September ist Bundestagswahl. Sie haben an diesem Tag nicht mehr nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, Sie haben auch hier in der Wartburgstadt eine echte Wahl. Die Wahl zur Alternative, denn auch hier werden wir von den Nationaldemokraten auf dem Stimmzettel stehen. Wir meinen, das ist der Anfang und inzwischen auch der Eisenacher Höhepunkt einer Entwicklung, die eben dahin führt, dass auch wir irgendwann hier am Fuße der Wartburg westdeutsche Überfremdungszustände vorfinden, die eben dazu führen wird, dass wir Deutsche irgendwann zu einer Minderheit im eigenen Land verkommen, dass wir islamisiert und überfremdet werden. Wenn man Thesen vertritt wie die von Thilo Sarrazin, wenn man sagt wie Eva Herrmann, in unserer Geschichte hat es eben auch gute Seiten gegeben. All diese Dinge haben eben dazu geführt, dass Leute sozusagen ein Berufsverbot bekommen haben, gesellschaftlich geächtet worden, ihre Reputation verloren haben. Ist das Meinungsfreiheit? Warum trauen sich viele Menschen nicht in diesem Land zu sagen, was sie wirklich denken? Weil es eben die Freiheit, die man uns ständig um die Ohren hauen will, die Demokratie, mit der man ständig hier hausieren gehen möchte, eben überhaupt nur noch auf dem Papier gibt. Wir wollen endlich Volksabstimmung, wir wollen endlich eine echte Demokratie in unserem Land, wir wollen endlich eine Mitbestimmung unseres Volkes, liebe Bürgerinnen und Bürger. Und dafür machen wir uns hier im Stadtrat von Eisenach stark, im Kreistag des Wartburgkreises, und dafür wollen wir uns auch auf anderen Ebenen stark machen. Warum lebt rund ein Drittel der jungen und arbeitsfähigen Türken und Araber, die hier bereits leben, aus den Sozialkassen, während unsere Bundesregierung plant, weitere Nichtdeutsche ins Land zu holen und damit der schleichenden Zerstörung von Kultur und Rechtsordnung Vorschub zu leisten? Eine in sich geschlossene Riege aus etablierten Medien hat mittlerweile sogar die Pflicht zu lügen, zu diffamieren und zu hetzen, wenn es auch nur im Ansatz um heimattreue Politik geht. Es ist 11:55 endlich zu erkennen, dass Menschen Heimat brauchen und arbeitsplatzbedingte Abwanderung endlich ein Ende haben muss. Sollen das alles nur noch Ausländer machen oder wollen wir endlich wieder eine Umkehr in der Geburten- und Familienpolitik machen, die eben dafür Sorge trägt, dass auch wir aus eigenen Kräften den Fachkräftebedarf, den Geldbedarf, den Rentenbedarf der Zukunft sichern, um unsere Zukunft zu sichern, die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder, unserer Enkel und Urenkel. Und all das ist eben gefährdet durch eine Riege volksfeindlicher Politiker, die eben nur noch von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr denkt, nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Wir wollen endlich, dass zuallererst an unser Land, an unser Volk gedacht wird und dann an den Rest der Welt.